Hier auf der Straße zwischen Weilheim und Neidlingen hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person ereignet. Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, war die Person bereits befreit und durch Ersthelfer betreut. Sie war jedoch im Fahrzeug. Sie war schwerst verletzt und musste umgehend aus dem Fahrzeug gebracht werden. Wir haben dann praktisch die Person auf einer Trage gelagert und aus dem Fahrzeug gezogen. Das Fahrzeug ist sehr stark deformiert, die Person hat sehr stark geblutet. Auf dem Fahrzeug, das Fahrzeug stand noch unter Spannung. Wir mussten auch parallel den Brandschutz sicherstellen und eben die Straße sperren, weil hier eben viele Schaulustige sich bereits einfanden. Nachdem wir praktisch die Person aus dem Fahrzeug gebracht haben, wurde sie vom Rettungsdienst dann aufgenommen. Wir haben dann den Rettungsdienst bei der Umlagerung unterstützt und bei dem Abtransport in den Hubschrauber. Wir warten jetzt hier an der Einsatzstelle, bis wir vollends die Freigabe bekommen, diese Einsatzstelle zu räumen, weil sich das Trümmerfeld über mehrere hundert Meter erstreckt. Die Feuerwehr Weilheim war hier mit 4 Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Ja, der Rettungsdienst wurde hier auf die Verbindungsstraße zwischen Weilheim und Neidlingen alarmiert zu einem Verkehrsunfall. Hier ist offensichtlich ein Pkw-Fahrer allein beteiligt von der Straße abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und hat sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Also als die rettungsdienstlichen Kräfte eingetroffen sind, Rettungswagen, Notarzt, war schon ein First Responder aus Weilheim hier vor Ort, hat den Patienten erst versorgt. Im weiteren Verlauf wurde noch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, um den Patienten in eine geeignete Klinik zu transportieren. Also vom Rettungsdienst war ein Notarzt hier vor Ort, 2 Rettungswagen und ich als Einsatzleiter. Und eben noch dieser First Responder, der bei solchen Ereignissen dann auch alarmiert wird, um die Eintreffzeit des Rettungsdienstes zu verkürzen und entsprechend zu überbrücken.